Nachdem wir das, was der Ministerpräsident heute in seiner Regierungserklärung verkündet hat, ja innerhalb unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU sehr intensiv miteinander abgestimmt haben, wird es wenig verwundern, dass ich das für den richtigen Kurs halte, was wir jetzt ausgeflaggt haben. Die Lage in Bayern ist zwischenzeitlich wieder dramatisch. Die nächsten Wochen werden brutal werden und wir stehen an der Schwelle zur größten Katastrophe der Nachkriegszeit. Bayerns Krankenhäuser sind voll. Wichtige Operationen müssen verlegt werden. Unsere Sanitäter finden nur schwerlich ein Krankenhaus, das überhaupt noch medizinische Notfälle aufnimmt. Kranke Menschen werden kreuz und quer durchs Land verlegt. Und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, um entschlossen zu handeln. Wir haben deshalb heute in Bayern genau das Gegenteil dessen getan, was die Bundespolitik getan hat. Dort hat man die nationale Notlage aufgehoben. Wir haben sie heute für Bayern festgestellt und ich halte das für richtig. Wir haben sie auch mit konkreten Maßnahmen verbunden, zum einen mit dem Signal an Menschen, die die Impfung als gesunde Erwachsene nach wie vor verweigern, dass sie nicht als Trittbrettfahrer auf dem Rücken der Geimpften weiterhin am öffentlichen Leben teilhaben können, also ein Lockdown für Ungeimpfte. Wir haben aber auch angesichts der zunehmenden Zahl an Impfdurchbrüchen Maßnahmen, Einschränkungen für geimpfte Menschen auf den Weg gebracht. Und wir haben vor allen Dingen, das war mir persönlich sehr wichtig, das Signal ausgeflaggt, dass wir die Freiheit der ungeimpften Erwachsenen nicht den zweiten Winter nochmal auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen austragen wollen, sodass Schulen, sodass Kitas offen bleiben. Und letztlich haben wir auch die Diskussion aus Bayern heraus angestoßen im Hinblick auf eine Impfpflicht. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr hoffentlich wieder leere Krankenhäuser, niedrige Inzidenzen sehen, wenn es warm ist im Sommer. Und wenn wir jetzt nicht die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich dann trotzdem viele Menschen impfen lassen, dann geht der ganze Corona-Wahnsinn nächsten November von vorne los. Das wollen wir für Bayern verhindern und deshalb haben wir heute, wie ich finde, richtig beschlossen.